Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für was ganz, für mich ganz Tolles, weil als besonderer Clou ist heute Bärlauch dabei. Ein wunderbarer Strauch. 50 Gramm sind das und ich habe das schon gerade gut gewaschen und das ist so ein bisschen zum Abtropfen. Liegt das jetzt hier noch parat? Ja, es werden nämlich gefüllte Kartoffeln und deswegen, oh, meine Augen, die britzeln schon. Ich bin so allergisch auf rohe Kartoffeln. Und bei mir kommt heute zum Einsatz das vegane Hack. Wenn ihr natürlich keine, ich bin auch nicht Veganer, aber wenn ihr Fleisch esst, dann ja, könnt das ja vielleicht einfach mal probieren. Also nicht unbedingt jetzt die Marke, überhaupt veganes oder vegetarisches Hack. Naja, wenn ihr das nicht mögt, dann nehmt ihr halt normales. Ich möchte das nicht verurteilen, aber naja. Und die Kartoffeln werden nämlich gefüllt mit dem Hack und dafür steche ich die jetzt aus. Am besten ohne sich auch umzubringen. Und oh, ich merke richtig, wie dieser Saft der Kartoffel mich richtig fertig macht. Ja. Wenn die gleich gekocht sind, dann ist das wieder gut. Und am besten ist es wirklich, man hat hier so einen Apfelausstecher, den man so öffnen kann. Dann geht das nämlich viel besser. Auch wieder bekommt man das hier raus. Und aus Metall kann ich da auch wirklich empfehlen, weil einfach die Zähne sind da scharf. Also so sieht es jetzt aus. Und das schmeiße ich auch nicht weg. Das wird hinterher auch einfach noch mit in die Auflaufform gegeben. Aber da kommt gleich die Füllung rein. Aber das mache ich jetzt natürlich erstmal mit allen Kartoffeln. Ja, das hat jetzt also gut geklappt. Hier. Bei zweien, also hier ist mir was weggebrochen. Wie gesagt, ich musste an denen ja so ein bisschen umschnitzen, weil da halt auch schon viel nicht mehr so schön war. Naja, und wie gesagt, die schneide ich gleich noch klein und dann kommen die auch noch in die Auflaufform. Ja, jetzt bereite ich erstmal hier meinen Hack. Also ich sage jetzt immer Hack. Es ist ja auch irgendwie gehackt, aber fleischfrei. Und ich behandle das, als wenn das Fleisch wäre. Und deswegen kommt bei mir ein Ei hinzu, einfach damit das gleich so ein bisschen cremiger noch wird. Und vermenge mir das. Und ich gebe mir ungefähr einen Esslöffel Tomatenmark noch hinzu, Salz und Pfeffer. Aber da die Soße gleich auch ziemlich würzig wird, muss das jetzt nicht so doll hier noch gewürzt werden. Ja, also das wird hier schön vermengt. Und ich habe hier noch eine Schalotte. Und die häcksel ich mir auch ganz klein. Und die kommt auch noch mit hinzu, wenn das hier irgendwann mal zugehen möchte. Jetzt. Also. Das gebe ich auch noch direkt hinzu. Aber in die Soße kommt gleich auch noch mal eine Schalotte. Also deswegen das Ding nicht zu weit wegstellen. Und ich kann es einfach nicht so gut so klein schneiden. Gut, hat man auch immer was zu spülen noch wieder. Aber ach, und das geht wieder in die Augen. Und ich nehme mir jetzt einfach von dem Gehackten hier und fülle mir das in die Kartoffel rein. Ja, meine Hände sind gewaschen. Kein Problem. Da kann ich hier auch mit. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, sonst das da reinzubekommen. Und das mache ich jetzt mit allen Kartoffeln. Und das lässt sich auch richtig gut da einfüllen. Also, das ist schon mal vorbereitet. Das sind bei mir 16 Kartoffeln, wobei eine sehr große ist und die anderen sind dann kleiner. Also, ich habe so viel Kartoffeln dann jetzt noch nachproduziert. Also bis hat ausgehöhlt, bis das Hackfleisch. Und das waren 275 Gramm des veganen Hacks, bis das aufgebraucht waren. Ja, und ich habe ja hier dann, das sind die kleinen Stückchen. Die gebe ich mir jetzt auch noch. Also was ich ausgehöhlt habe, also das Innenleben der Kartoffel, gebe ich jetzt auch noch mit hier rein und stelle mir das hier zur Seite. Und hier habe ich 250 Gramm Cocktailtomaten und die habe ich auch schon gewaschen und einmal einfach halbiert. Und jetzt wird die Soße hergestellt. Also einfach ein bisschen Olivenöl, das war ungefähr 2 Esslöffel. Und da kommt jetzt noch mal eine geschredderte Schalotte hinzu.
und das, glaube ich, nur kurz und glasig andünsten. Und das hat keine Minute gedauert. Ja, und da kommen jetzt direkt die halbierten Cocktailtomaten hinzu. Lass das jetzt auch noch mal eine Minute mit anbraten. Und das wird schon mal gepfeffert und gesalzen. Und nach einer Minute gieße ich das jetzt an. Ach, jetzt wird es nämlich auch leiser. Mit 200 Milliliter Milch. 250 Milliliter Brühe, also erstmal bei mir jetzt nur das Wasser, aber da kommt halt gleich das Gemüsebrühpulver noch hinzu. Ja, und 200 Milliliter Sahne. Und da kommen jetzt nochmal ungefähr 2 Esslöffel Tomatenmark auch noch hinzu. Und das lasse ich jetzt kurz aufkochen, damit ich nämlich dann das Gemüsebrühpulver noch dazugeben kann. Und das wird 1 Esslöffel. Und die Zeit, bis das jetzt aufkocht, dass ich nämlich die Gemüsebrühe hinzugebe, da entrinde ich mir hier, also hier sind drin gewesen 400 Gramm, also 200 Gramm Käse. Ich habe hier nämlich noch so Ollen, also natürlich nicht Oll, der war schon gut, aber so ein Raclette-Käse, den ich jetzt übrig habe. Hätte ich den nicht gehabt, dann hätte ich aber auch jeden anderen. Also es soll halt so ein bisschen würziger sein, weil das gibt dann auch nochmal der Soße einen schönen Geschmack. Denn dieser Käse soll gleich hier in der Soße auch noch sich auflösen. Der wird grob schon mal zerschnitten, weil so löst er sich gleich am besten auf. Ja, und immer hier im Auge behalten, nicht, dass es hier gleich überkocht, denn das tut es ja gerne. Also es köchelt schon langsam, da kommt jetzt 1 Esslöffel Gemüsebrühe hinzu. Und jetzt gebe ich die 200 Gramm Käse auch noch direkt in die Soße und lasse den sich jetzt auflösen. Also das war jetzt auch ungefähr eine Minute. Jetzt schneide ich mir noch den Bärlauch. Also da mache ich mir jetzt nur die Stängel unten weg. Hier immer aufpassen. Ich mache es noch ein bisschen niedriger. Nicht, dass das hier noch überkocht oder anbrennt. Ja, und jetzt schneide ich mir den Bärlauch klein. Und jetzt kam wirklich nur noch der gesamte Bärlauch rein in die Soße. Also sobald ich jetzt den Bärlauch reingetan habe, mache ich auch die Platte aus und ja, dann ist die Soße nämlich schon fertig. Die Soße kommt jetzt einmal hier drüber und wie gesagt, es war 200 Milliliter Milch, 200 Milliliter Sahne und 250 Milliliter Gemüsebrühe und das braucht es auch wirklich, damit das jetzt schön da drin garen kann. So sieht es jetzt also aus. Der Backofen, der heizt jetzt vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze und es wird mit Deckel jetzt gegart und zwar für 75 Minuten und danach wird der Deckel abgenommen und nochmal eine Viertelstunde wird es dann ohne Deckel weitergegart. Das ist natürlich eine lange Zeit, aber das braucht es einfach, damit die Kartoffeln auch wirklich durch sind. Das wäre, naja, dann wäre, also es sind so tolle Sachen da drin und es wäre schade, wenn dann die Kartoffeln nicht wirklich weich wären. Ja, also der etwas andere Kartoffelauflauf. Ja, und jetzt habe ich Zeit, kann hier wieder alles wegräumen. Und dann ist nämlich auch gleich alles fertig, wenn es ans Essen geht. Das ist jetzt bei mir nach 75 Minuten. Die Kartoffeln sind, glaube ich, schon ziemlich durch. Aber ich lasse es jetzt nochmal ohne dem Deckel 10 Minuten weiterbacken. Und nun geht es natürlich ans Probieren. Das ist wirklich mörderheiß. Was jetzt hier verbrannt aussieht, das ist nicht verbrannt, ganz klar, sondern das ist einfach der Bärlauch, der natürlich dann sehr dunkel wurde. Ja, ich schneide es hier jetzt mal durch. Also hier sieht man die ja, Hackfleischfüllung. Und ja, jetzt probieren wir es doch mal. Also es sind mit Hackfleisch gefüllte Kartoffeln in einer Bärlauchsoße. So würde ich es, glaube ich, nennen. Und auf alle Fälle erstmal eine Zeit lang stehen lassen. Oh, ist das heiß. Ja, aber auch mit diesem schmerzverzerrten Zusammenbruch
Das, was ich schon mal schmecken konnte, war sehr vielversprechend und lecker. Ja, also ich werde es jetzt in Ruhe essen, indem ich es erstmal ein bisschen abkühlen lasse. Aber es ist wirklich unheimlich lecker. Natürlich ist es eine Spielerei. Man hätte auch die Kartoffeln in Scheiben schneiden können und macht das Gehackte dazwischen. Aber ja, ich mag ja gern so eine Spielereien halt, ne? Ja, das ist locker für 4 Personen. Also, das ist schon, da kann sich jeder gut dran satt essen. Ja gut, es ist natürlich Sahne drin und naja, ich habe ja extra nur 200 Milliliter Sahne und 200 Milliliter Milch, dass es nicht so gehaltvoll wird. Trotzdem wird es natürlich kein Diätgericht. Schon alleine mit dem Käse, der auch drin geschmolzen ist. Ja, aber die Kartoffeln sind auch genau richtig. Ja, und mit den Tomaten gibt es so eine frische. Ja, also wer Spaß dran hat, sich die ja ein bisschen Arbeit zu machen, ja, finde ich, ist es auf alle Fälle so ein Hingucker. Man hätte ihn auch einfacher gestalten können, den Auflauf. Aber nö, ich finde das schön so und würde das auch ja gerne Gästen dann so servieren. Ja, heute alleine, aber wie gesagt, für 4 Personen wirklich richtig ausreichend. Ja, also ich lasse mir schmecken und sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!